Hallo und herzlich willkommen. Danke fürs Einschalten zu dieser Folge der Arbeitswoche. Es ist jetzt mittlerweile Samstag. Ich habe den Überblick verloren, welcher Wochentag es ist. Da ich letzte Woche am Samstag angefangen habe und die Woche 7 Tage hat, beziehungsweise 8 Tage, je nachdem welchen Volksmund man fragt, müsste jetzt der Tag 7 oder 8 sein. Ich bin nach der Nachtschicht nach Hause gefahren und als ich mit dem ICE zu Frankfurt Hauptbahnhof rausgefahren wurde, standen auf der Südseite erstmal diese 4 Loks der Baureihe 101 als Lokzug zusammengestellt dort. Die eine ist eine Werbelokomotive, welche Dann stand der Triebzug 4610, also Finet 6010, der mit dem Europa-Design versehen ist, der einzige ICE mit dem blauen Längsstreifen. Der stand auch im Vorfeld auf der Südseite, hat dort ein Sonnenbad genommen und auf die nächsten Aufgaben gewartet. In Aschaffenburg dann angekommen, bin ich ausgestiegen und habe mit gar nichts gerechnet und habe eigentlich nur routinemäßig mal nach rechts und links geschaut und habe im Gleis 8 eine Durchfahrt mit HP2 stehen sehen und dachte mir, von der Zeit her ist es noch ein bisschen früh für den Taktverkehr und mit HP2 fährt durch Gleis 8 in der Regel auch kein Taktverkehr durch. Also habe ich erstmal abgewartet. Zug von Gemünden her. Dann habe ich noch ein bisschen gewartet, weil dann schon wieder die nächsten Durchfahrten gestanden haben. Und was dann alles kam, das seht ihr ja im Folgenden gleich. Und zum Schluss kam der, ja,
der zweitbeste Lokführer von DB Cargo. Denn gut, Güter und am besten, ne? Also so heißt es doch eigentlich, glaube ich. Gut, Güter am besten. Und da Günni Güter fährt, ist es also der zweitbeste Lokführer von DB Cargo. Denn der allerbeste, das wäre der Beste. Quatsch, gibt's nicht. 185273 in DB Cargo Werbelackierung. Günni fährt Güter. Mein erstes Zusammentreffen mit der Lokomotive. Gleis 5 Einfahrt RB von Wiesbaden, weiter als RB nach Wiesbaden, Hauptbahnhof über Meinerschaff. Abfahrt 7.47 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Ich bedanke mich bei allen, die zugeschaut haben und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Arbeitswoche, Tag 8 oder 9. Und bis dahin bleibt dran, abonniert den Kanal, liked das Video, wenn es euch gefallen hat, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Alex E. Servus.